Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und wir sehen uns zu meinem zweiten Video der Weihnachtsrallye 2021. Und die Julia hat mir für mein heutiges Projekt das Designerpapier Geruhsame Tage als Aufgabe gegeben. Das musste ich also in mein Projekt einbinden und da habe ich mir eine Verpackung überlegt. Ich habe dir ja in meinem ersten Video in der letzten Woche das Kartenset, dieses schnelle Kartenset, zum Verschenken gezeigt und dann habe ich gedacht, da kann man doch eine hübsche Verpackung für machen und deswegen habe ich mir also hier diesen Blätterwald überlegt und habe dieses Klappbuch, so will ich es mal nennen, gemacht, wo dann die Karten und die Umschläge Platz finden und ja, das Designerpapier macht sich natürlich ganz wunderbar auf dem Büchlein, wie ich finde. Und wie du dir so eine Verpackung, so ein Buch basteln kannst, das zeige ich dir jetzt. Bevor wir mit dem Basteln loslegen, aber noch einmal der Hinweis, dass es bei jedem von uns dreien auch am Ende unserer Weihnachtsrallye wieder etwas zu gewinnen gibt. Und ich verlose einmal das Produktpaket Frostige Grüße. Damit du in den Lostopf kommst, reicht es, wenn du unter einem unserer Videos einen Kommentar hinterlässt. Dann hüpfst du mit in den Topf und am Ende ziehen wir dann eben das Los. Also ich wünsche dir ganz viel Glück dabei, drück dir die Daumen und jetzt geht's los mit der Anleitung. Für dieses Klappbüchlein viel Spaß! Du brauchst für dieses Kartenbuch zwei Bögen Farbkarton für die äußere Hülle und ich habe mich hier für Farbkarton in Schwarz entschieden. Den einen Bogen, den kürze ich in der Länge auf 28,5 cm, in der Breite bleibt er bei 21 und dann wird er gefalzt und zwar mit der langen Seite angelegt. Falze ich ihn das erste Mal bei einem Zentimeter, dann bei 13 cm, dafür drehe ich ihn dann um, bei 15,5 und bei 27,5 cm, das ist dann ein Zentimeter auf der rechten Seite. Außerdem lege ich ihn mit der kurzen Seite oben an und falze einmal bei 17 und einmal bei 18 cm. Das lege ich jetzt erstmal zur Seite und dann falze ich auch gleich die Taschen, die dann noch eingeklebt werden. Das ist der zweite Bogen Farbkarton. Den habe ich in der Breite zurechtgeschnitten auf 17,3 cm und dann habe ich ihn in der Mitte geteilt, das heißt bei 14,85, sodass wir jetzt zwei Stücke haben im Maß 17,3 mal 14,85 und die Maße, die schreibe ich dir wie immer in den Blogartikel. Der Blogartikel ist unter dem Video verlinkt, da du musst das jetzt nicht mitschreiben. Und den Farbkarton, den lege ich mit der langen Seite an. Geschickter wäre es auch gewesen, wenn ich den jetzt noch nicht geteilt hätte bei 14,85. Dann hätte ich es nämlich in einem über beide Stücke durchfalzen können. Da habe ich jetzt aber nicht dran gedacht. Deswegen muss ich es jetzt dann zweimal falzen. Also mit der langen Seite angelegt wird das erste Mal gefalzt bei 1,5. Das nächste Mal bei 2,6. Da drehe ich es dann schon um. Das nächste Mal bei 14,7, bei 15,8, das ist hier kurz vor dem Gelenk im Schneidebrett. Und dann habe ich auf der rechten Seite die 1,5 cm, die dann übrig bleiben. Von der anderen Seite her wird das gar nicht gefalzt und das gleiche mache ich jetzt mit meinem zweiten Stück auch noch einmal bei, man kann sich das dann auch ein bisschen leichter machen und falzt bei 1,5 und 2,6 und zwar auf beiden Seiten. Das ist dann das gleiche Ergebnis, 1,5 und 2,6, einmal rechts, einmal links. Kannst du machen, wie es dir besser gefällt.
Und jetzt haben wir das alles soweit vorbereitet. So, dann geht es einmal mit der Außenhülle los. Da knicke ich jetzt alle Falzlinien einmal nach. Und dann schneide ich das folgendermaßen zurecht. Die schmalen Streifen rechts und links, das werden Klebelaschen. Das heißt, die schräge ich oben und unten an. Praktisch bis zur ersten bzw. letzten Falz außen. So, dann kommt an den schmalen Streifen als nächstes so ein kleines Quadrat. Und daraus mache ich mir jetzt eine Klebelasche, aber in dieser Richtung. Das heißt, ich schneide die Falzlinie ein, an die ich praktisch nicht rankomme. Und das kann ich dann rechts und links ein ganz kleines bisschen abschrägen. Die ist ja sowieso nur sehr klein, von daher schneide ich da jetzt auch nicht viel ab. Und dann schneide ich hier einfach oben noch diese Schräge, die noch übrig geblieben ist, raus. Ganz unten schräge ich die Klebelasche auch an und das wird ja dann nachher eingeklappt. Und dann habe ich hier eben schon mal eine Stabilisierung und da wird dann die Tasche praktisch aufgesetzt. Und das Gleiche mache ich jetzt hier auf der Innenseite auch. Das heißt, da schneide ich jetzt einmal ungefähr in einem Abstand von einem Zentimeter circa, vielleicht ein bisschen weniger, schneide ich einmal im mittleren Bereich ein bis zur zweiten Falzlinie. Und zwar von beiden Seiten. Dann habe ich in der Mitte so einen Steg, den kann ich raustrennen. Und dann schneide ich direkt weiter bis zur nächsten Falz diesen mittleren Bereich ein, denn auch hier muss ich mir die Klebelaschen zurechtschneiden und das ist so ein bisschen frickelig, dass man da eben reinkommt, da muss man einmal dann sich da so drum rumschneiden. Und dann schräge ich das rechts und links auch an. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sowas konstruieren kann. Mir hat das jetzt hier gefallen, dass ich relativ papiersparend ausgekommen bin. Das heißt, ich habe jetzt keine großen Reste. Das ist so ziemlich gut ausgekommen mit den beiden Bögen. Deswegen fand ich das jetzt gut. So, den unteren Teil, den schräge ich dann auch an. So, und so wie ich das jetzt zurechtgeschnitten habe, so mache ich das hier auf der anderen Seite auch noch. Da fehlt mir noch diese Außenseite. Das schneide ich dann auch nochmal genauso. Und jetzt kann man dann langsam eine Idee bekommen, wie das dann später zusammengesetzt wird. So wird das dann eben sein. Aber bevor ich den inneren Bereich fertig mache, klebe ich jetzt von außen die Dekoration auf. Denn jetzt kann ich es noch flach hinlegen, dann fällt mir das noch leichter. Und die habe ich jetzt zu einem kleinen Teil schon vorbereitet. Und zwar kommt hier natürlich das Designerpapier ins Spiel. Das ist das Papier Geruhsame Tage, was mir die Julia als Aufgabe gegeben hat. Und da sind diese tollen Baummotive. Und den Bogen habe ich mir auch ausgesucht mit den Bäumen in Silber. Und dazu habe ich dann noch das Produktpaket Baumzauber genommen und habe einige Bäume gestempelt und gestanzt, die dann jetzt noch dazu kommen. Der eine kommt vorne drauf. Allerdings kommt auch noch ein Spruch drauf. Da habe ich mir auch aus dem Set Baumzauber diesen Spruch schöne Feiertage und viele magische Momente im neuen Jahr ausgesucht. Und der kommt jetzt auf meine Vorderseite. Die Maße sage ich dir gleich noch. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich da diesen Spruch möglichst gerade auf meine Verpackung bekomme. Jetzt gucke ich mal. Das sieht gut aus. Ich habe jetzt gerade geguckt, wie das ist, wenn ich den Block gerade halte, ob dann der Spruch auch gerade wird. Und dann schaue ich mal, dass ich den jetzt hier gut drauf kriege. Und ich bin hier auch von dem Designerpapier ausgegangen. Ich bin ja mit Designerpapier immer so ein bisschen geizig. Da verschneide ich ungerne mehr als sein muss. Und deswegen habe ich den Bogen
in der Hälfte geteilt bei 6 Zoll. Der ist also 15,2 cm hoch und dann habe ich ihn 10,2 cm in der Breite geschnitten. Dann passt das Verhältnis wieder. Meine Mattung ist 16 mal 11 cm. Das ist die Farbe Chili. Den Weihnachtsbaum oder Tannenbaum habe ich in Waldmoos ausgestanzt und diese Girlande, die ist auch in Chili. Und jetzt schneide ich mir ein Stück Band zurecht. Das möchte ich nämlich unten drunter kleben, damit ich dann hinterher noch eine Schleife machen kann. Und ich möchte das auf jeden Fall lang genug haben, dass ich eine schöne große Schleife machen kann. Deswegen schneide ich da relativ großzügig Band ab. Auch das tut mir dann immer hinterher so ein bisschen, schmerzt es mich, wenn da viel übrig bleibt. Aber das Problem ist, wenn man hinterher für die Schleife zu wenig hat, das macht also überhaupt keinen Spaß. So, und dann klebe ich das Band. Jetzt muss ich gucken, dass ich es auf die richtige Seite klebe. Klebe ich hier fest. Ich gucke jetzt mal, oder ich klebe es vielleicht lieber an der Packung fest. Da kann ich die Höhe besser bestimmen. Ich glaube, ich möchte das Band, wo soll das denn hin? Ich glaube, in den unteren Bereich. So, jetzt mache ich hier Klebeband auf meine Hülle und da musst du natürlich aufpassen, dass du das nicht so nah an den Rand machst, dass das hinterher rausguckt. Da musst du genug Abstand halten und dann klebe ich hier mein Band fest. So, das ist ja dieses Band, was eigentlich nur aus Löchern besteht. Deswegen kommt da jetzt überall der Kleber durch. Auf der anderen Seite kann ich dann gucken, dass ich eben die gleiche Höhe erwische. Da wird das Band auch festgeklebt. Dann kann ich die Mattungen und die Aufleger aufkleben. Die hatte ich vorher schon vorbereitet, schon zusammengeklebt. Und dann kommt das Ganze einmal mit dem Tombow vorne drauf. Und entsprechend auch einmal auf die Rückseite. So, und ich merke jetzt schon, dass ich dieses Band an meinem Pulli festhalten möchte. Also wenn ich jetzt gleich mal mir aus Versehen eine unflätige Bemerkung rausrutscht, dann wird das daran liegen, dass ich zum 400. Mal dieses Band von meinem Pulli abgezupft habe. So, der schöne Weihnachtsbaum, der kommt hier vorne mit Dimensionals drauf. Okay, dann haben wir die Vorderseite vorbereitet. Jetzt drehe ich das Ganze um. Jetzt geht es an den inneren Bereich. Jetzt müssen wir ja die Taschen noch herstellen und festkleben. Und als erstes schlage ich hier diese Laschen um und klappe die nach innen fest. Die dienen ja nur dazu, dass sich das Ganze von der Seite ein bisschen schöner anfühlt. So, ich klebe sowas ja wie eigentlich alles mit Tombow. Du kannst es natürlich auch mit doppelseitigem Klebeband machen. So, jetzt brauchen wir dann den vorbereiteten Farbkarton für die Taschen. Da knicke ich einmal diese beiden Seitenlaschen nach. Da muss ich jetzt ja gar nicht großartig irgendwas zurechtschneiden. Beziehungsweise ich muss natürlich die Schräge einmal einschneiden. Das wird ja dann später so aufgesetzt und bildet dann eben die Tasche. Und da möchte ich dann eben eine Schräge eingebaut haben und dafür markiere ich mir jetzt auch den Punkt, an dem ich anfange und ich nehme hier 5 cm an der inneren Seite. Da mache ich mir jetzt einfach mit der Schere eine Markierung bei 5 cm, auf der anderen Seite auch. So, und dann schneide ich einmal vom Rand her gerade an meiner Markierung ein bis zur zweiten Falzlinie. Diesen oberen Bereich, den schneide ich dann jetzt gleich ja mit raus. Und aus dem unteren Bereich, das wird dann die Befestigung sozusagen, da schräge ich dann die äußeren Teile ab. Die inneren lasse ich gerade. Das wird meine Seitenwand, die möchte ich nicht abgeschrägt haben. Auf der rechten Seite, das bleibt ja auch alles gerade. So, und jetzt kann ich das hier schon mal umschlagen oder kann hier auch, damit ich da Platz genug habe zu schneiden, schneide ich hier jetzt schon mal eine Lücke. Und dann lege ich das Ganze so ins Schneidebrett ein, dass ich von meiner
Ja, von meinem Startpunkt hier, von dieser 5 cm Markierung, dass die in der Schneiderinne liegt und hier oben das Ende der inneren Falzlinie sozusagen. Das möchte ich ja dann rausschneiden. Und wenn das liegt, dann kann ich mein Messer so ansetzen, dass das hier in meiner Markierung anfängt zu schneiden. Und damit habe ich die obere Ecke abgeteilt und habe diese schräge Tasche produziert. Auf der rechten Seite schneide ich auch noch die äußere Klebelasche schräg an. Die zweite, die lasse ich auch einfach gerade. Und das mache ich dann jetzt bei der anderen Tasche ganz genauso, nur eben im seitenverkehrt sozusagen gegengleich. Da schneide ich auch ein, schräg dieses kleine Stück ganz außen an, schneide mir auch hier nochmal ein größeres Dreieck raus, damit ich hier Platz habe. Und du siehst, jetzt liegt der Farbkarton andersrum. Das stellt aber eben sicher, ja, dass die Taschen zumindest sehr, sehr ähnlich sind. Vielleicht nicht hundertprozentig gleich, aber doch eben sehr ähnlich. Und hier schräge ich dann auch den äußersten Abschnitt nochmal an. Und dann kann ich das jetzt alles zusammenkleben. Das ist verhältnismäßig einfach. Ich muss jetzt nur darauf achten, dass ich die Tasche auf die richtige Seite klebe. Und ich mache das Ganze dann auch abschnittsweise. Das heißt, ich klebe jetzt erstmal nur den inneren Bereich fest. Ich mache das auch wieder mit dem Tombow. Da kommt dann jetzt erstmal Tombow hier auf diesen breiten Abschnitt in die Mitte. Ich halte so ein bisschen Abstand von den Kanten. Und dann gucke ich, dass ich meine Tasche direkt unter die Falz gelegt bekomme und also jetzt an der linken Seite von dir. Und meine Falzen oben und unten, die gucken dann ja ein ganz kleines bisschen rüber. Da habe ich eine kleine Zugabe gemacht, damit ich da um die Kurve komme. Na, dann kommt sich das hinterher nicht ins Gehege. Und das heißt, wenn jetzt die Vorderseite angeklebt ist, dann mache ich Tombow hier auf diese kleine Seitenlasche und klappe dann das andere Teil drüber, wobei ich das dann eben auch schon in dem rechten Winkel so halte. Denn so muss es ja nachher auch liegen. Wenn ich es platt mache, dann wird es da hinterher zu eng. So, und wenn die Seitenwände festgeklebt sind, dann klebe ich die Tasche ganz zusammen. Und das ist jetzt tatsächlich ein relativ frickeliger Moment, aber danach hat man es dann auch geschafft. Also unten auf das kleine Schnibbelchen kommt ein bisschen Tombow. Da kannst du sonst auch einen Glue Dot nehmen. Auf beiden Seiten natürlich. Und dann kommt natürlich etwas Tombow hier auf die lange Klebelasche und auf der anderen Seite auf die kurze Klebelasche. So, und jetzt wird es frickelig. Jetzt muss ich das Ganze ja einklappen. Die kleinen Klebelaschen, die sollen sich hier unten an der Bodenseite festhalten. Und die längeren Klebelaschen, die sollen sich jetzt hier an dem Rücken festkleben. Und das mache ich jetzt so ein bisschen nacheinander, weil ich da gucken muss, dass die ziemlich bündig mit der Seitenkante sind. Das heißt, das Ganze lege ich jetzt einmal hier so an. Da gucke ich jetzt, dass ich hier oben mit der Seitenkante bündig auskomme. Und dann gehe ich da mit dem Falzbein rein und gucke, dass ich die Kante praktisch dann ausrichte und dass ich die entweder nochmal von innen ein kleines bisschen rausschiebe oder ansonsten von außen nochmal einen Ticken reindrücke, wenn das nicht gut bündig auskommt. So, jetzt sitzt das hier schon mal, dann kann ich das hier auf der anderen Seite gucken, dass ich auch hier meine Seitenkante bündig mit der Falz gelegt kriege. Hier komme ich ja auch noch leichter rein, weil es insgesamt höher ist. Und dann schaue ich natürlich auch, dass das hier an der Unterseite auch möglichst einen rechten Winkel bildet. Und dann hat man
diese Tasche eingeklebt. Jetzt kann ich hier noch mal ein bisschen nachgehen, auch hier unten noch mal dieses kleine Schnibbelchen festdrücken. Und dann ist die erste Tasche festgeklebt. Also so schlimm war es dann doch nicht, ne? Das ist immer wie beim Zahnarzt. Hinterher war es dann doch nicht so schlimm, wie man dachte. Ja, und auf der anderen Seite mache ich das jetzt noch mal ganz genauso. So, jetzt sind beide Taschen eingeklebt. Man kann das Buch dann zuschlagen und hat dann eben, ja, kann es mit dem Band zusammenbinden. Da können dann die Karten und die Umschläge rein. Und dann kommen auf die eine Seite die 6 Karten, auf 6 Umschläge, auf die andere Seite die 6 Karten. Da ist noch ein kleines bisschen Luft, also ich sag mal 8 Karten könnte man auch reinmachen oder eben noch ein paar Umschläge mehr. Die Karten sind ein bisschen dicker als die Umschläge. So hat man das dann aber schön zusammen und jetzt wird das noch ein kleines bisschen weiter dekoriert. Da lasse ich aber die Karten und Umschläge drin, damit die mir so ein kleines bisschen Widerstand geben beim Kleben. Und ja, das Produktpaket Baumzauber, das lädt ja dazu ein, jede Menge Bäume zu stempeln und zu stanzen. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und deswegen werde ich jetzt auf beiden Taschen irgendwie so einen kleinen Wald festkleben. So, jetzt habe ich hier meinen Wald fertig geklebt und dann kann ich das Büchlein auch verschließen und kann es dann verschenken. Ja, ich hoffe, dir gefällt meine Idee, eine passende Verpackung für das Kartenset zu haben, was ich dir im letzten Video schon vorgestellt habe. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, dass ich das Weihnachten dann verschenken kann. Oh, du siehst, also ich habe es mit dem Band hier wirklich sehr, sehr großzügig gemeint und das ein bisschen tief vielleicht angeklebt. Denn so eine große Schleife, die dann so tief sitzt, naja. Okay, also das merke ich mir dann. Hier kann ich doch noch ein kleines bisschen abschneiden. Und dann habe ich auf jeden Fall ja schon mal das erste Geschenk fertig. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Idee und ich habe ja dann noch was ich der lieben Sabine weitergeben darf und als Aufgabe bekommt die Sabine von mir das Produktpaket Baumzauber rübergereicht. Also liebe Sabine, viel Freude damit. Ich bin gespannt, was dir dazu einfällt. Also und dann freue ich mich, wenn wir uns nächsten Donnerstag im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.